So Freunde, hier schön in ein Bügelverschlussglas auf Vorrat eingekocht. Sensationell. Und klack, fertig. So Freunde, und zwar nehmen wir uns jetzt hier die Zutaten dafür her für unseren Geflügelfond. Ich habe jetzt hier Hähnchenflügel ohne die Spitzen. Wir können natürlich auch ein ganzes Huhn dafür nehmen oder im Endeffekt Hühnerteile oder das Kleine vom Huhn. Ne? Also, hier rein in den Topf damit. Dann nehmt ihr euch hier ein Suppengrün daher. Das braucht ihr auch nicht schälen, sei denn ihr wollt euch dann hinterher in eine Geflügel, sagen wir jetzt mal einen Hühnereintopf machen oder wie auch immer, dann schneidet oder schält euch das Gemüse definitiv vorab. Also hier ganz grob reinschneiden, den Sellerie, dem nehme ich mal die Schale weg hier. Zack, zack, zack. Grob rein, Karotte zu. Nehmen wir uns noch eine Schalotte hier daher. Schale ruhig dran lassen, die gibt schön Farbe. Und jetzt als Tipp nochmal im Winter, ruhig ein bisschen frischen Ingwer dazu. Ne? Das knallt nochmal richtig schön rein. Früher von der Oma kennt das ja bestimmt noch, eine Hühnerbrühe bei Erkältung hilft Wunder. Also in diesem Fall Feuer frei. Jetzt geben wir hier noch ein bisschen Wasser dazu. Wir setzen eine Brühe stets kalt an. Immer kaltes Wasser nehmen, damit sie im Endeffekt schön klar wird. Ne? Und wir tun die Gemüsebrühe oder den Geflügelfond, in dem Fall, den wir jetzt hier ansetzen, auch langsamer hitzen. Das heißt erstmal hier Lüftung an, ne? Und gießen den Topf natürlich bis oben hin voll. So, und jetzt kommen hier noch diverse Gewürze rein. Diverse Gewürze, das wäre in dem Fall hier mein Bergkernsalz. Hep, hep, hep. Machen wir hier einfach mal in Summe. Das sind jetzt 3 Esslöffel. Und hier meine Pfeffermischung. Da könnt ihr auch gerne einen ganzen Pfeffer nehmen. Und, was darf nicht fehlen bei einer Brühe, hier in dem Fall schöner frischer Lorbeer. Den ruhig ein bisschen abbrechen, anbrechen. Ihr könnt auch den getrockneten Lorbeer nehmen, das ist überhaupt kein Thema. Wichtig ist halt wirklich nur, dass die Brühe schön langsam anfängt zu köcheln. Ne? Also schön dranbleiben. So Freunde, wir haben uns jetzt mal hier unseren Geflügelfond passieren. Das heißt hier durch ein Sieb einfach schön abseihen. Wunderbar. Und dann heißt es wieder in ein Glas einmachen und rein damit. So Freunde, und schon habt ihr wieder Geflügelfond auf Vorrat. Auf Vorrat, ihr habt wieder Geflügelfond auf Vorrat. Für eine Basis, Suppe, Soße oder wie auch immer.
die ganze Sache einkochen im Dampfgarer, wenn möglich. Und wie das geht, seht ihr in einem anderen Video. In diesem Sinne, viel Spaß beim Nachbereiten.